Junge, Rumtor, das Geheimnis. 16 Minuten. Schon wieder? Die dritte Teil, Chat. Der dritte Teil. Ja, Leute. Wir sind in unserer Wohnung. Ihr kennt unsere Wohnung. Es ist immer noch ein bisschen chaotisch hier. Da ist Wäsche. Meine Freundin kocht gerade. Es sieht aber lecker aus. Das ist aber nicht das, was ich heute zeigen möchte. Denn das, was ich euch heute zeigen möchte, befindet sich über der Wohnung. Wir haben übrigens keine Lampen, immer noch keine Lampen. Wir haben uns noch nicht um so viel gekümmert, aber über andere Dinge, ja. Auf jeden Fall, unsere Wohnung kennt ihr ja hier, ja, Wohnzimmer, Küche, dies, das. Hier noch mein Arbeitszimmer, also ein paar Sachen haben sich da getan. Und zwar, ich habe ein bisschen am Kabelmanagement geändert. Das hat er von mir. Den Kabelschlauch hat er von mir. Ich bin wie dieses DiCaprio-Meme, wo ich irgendwas sehe, was ich wiedererkenne. Ist auch noch nicht fertig, aber so ein paar Kleinigkeiten sind da schon. Ich habe da so ein bisschen die Kabel ordentlicher gemacht, aber... Katastrophe. Ist auch noch nicht alles fertig soweit, ja? Wird sich aber auch nie ändern. Aber wir kommen zum wichtigen Punkt. Und zwar, letztes Mal, als wir über die Terrasse gegangen sind, da habt ihr hier oben drüber gedacht so, hä, ist da eine Dachterrasse? Also viele haben das gedacht. Und ich kann auch verstehen, warum. Denn wenn man hier rausguckt... Ist das Marihuana noch da? Nee, ist Marihuana weg. Und dann habe ich euch hier so die Ecke gezeigt. So, also man hat so ein bisschen die Ecke gesehen, also so, eigentlich war es gar nicht geplant. Man hat so ein bisschen die Ecke gesehen da oben und da sieht man so ein Glas über unserer Wohnung, so ein Glas. Ja? Dann dachten sich viele Leute, hä? Hat er eine Dachterrasse? Hat er eine Dachterrasse? Das hätte ich beispielsweise nicht gesehen, Alter. Ist doch bis jetzt, ist immer auch die Vermutung der meisten Leute, dass wir eine Dachterrasse haben. Aber heute zeige ich euch die Wahrheit. Heute zeige ich euch die Wahrheit, die ich euch lange nicht gezeigt habe und jetzt versteht ihr vielleicht... Auch warum ich so lange mit der Roomtour gewartet habe, denn... Es ist eine Dachterrasse? Es war mir an manchen Stellen ein bisschen unangenehm. Ach du Scheiße, du hast einen Whirlpool auf dem Dach. Aber natürlich muss ich erstmal meinen Hut anziehen, ganz wichtig, ja. Oh Gott, er hat einen Pool auf dem Dach. Kommen wir jetzt zum Punkt, den ich das letzte Mal nicht gezeigt habe, und zwar den Aufzug. Und da kommen wir auch schon zum wichtigen Punkt. Gehen wir jetzt mal minus 1 zur Tiefgarage. Hä? Ich dachte, wir wollen hoch. Und jetzt werdet ihr etwas herausfinden, was ihr vielleicht schon checken werdet. Wir waren letztes Mal in der Tiefgarage und dann sind wir von der Tiefgarage auf 0 gegangen. Bei 0 wohnt meine Mama und meine... Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass, ich glaube, Swabine hat das gemacht, sich leider äußern musste, weil wieder irgendwelche komischen Fans vor das Haus gekommen sind und es belagert haben? Also meine Mama und mein Bruder haben eine Wohnung zusammen und meine älteste Schwester... sind auch im Erdgeschoss. Ich habe den Garten von meiner Mutter, habe ich euch gezeigt, den Garten von meiner Schwester. Und ich kann euch noch kurz zeigen. Genau, das ist die Tiefgarage. Die kennt ihr ja, ne? So, die kennt ihr ja. So. Chloe, komm mit. Hä, warum ist er jetzt runtergefahren? Komm, ich zeige euch noch ganz kurz den Garten von meiner Schwester. Das ist ein sehr geiles Aufzugpanel. Ich möchte vielleicht schon mal den Füchsen unter euch, fällt vielleicht was auf. Und zwar, die 1, also 0, wohnt meine Mama und meine Schwester. Auf 1 ist die Gästewohnung, ne, da ist gerade Simon einquartiert, da zocken wir mal mit Taddle und so, Toni zocken wir Smash auf der 1 und da ist die Wohnung von meiner kleinen Schwester. Auf 2 ist unsere Wohnung, wo wir gerade waren, aber es gibt noch eine 3. Und was das bedeutet, das können die Füchse unter euch, können sich das wahrscheinlich schon denken. Naja, dass es einen dritten Stock gibt wahrscheinlich oder dass die Tür aufgeht und du fällst vom Haus. Also, den Garten hatte ich euch noch nicht gezeigt. Und zwar hat meine Schwester, also meine Mutter hat ja auf der einen Seite den Garten, ja, also wenn ich euch das jetzt hier so rum zeige, ja. Auf der Seite, das ist, glaube ich, das ist der andere Hund von meiner Mutter. Da auf der Seite ist der Garten von meiner Mutter, ne, mit diesem Gemüsebeet und so weiter und so fort. Und auf hier der Seite, auf der anderen Erdgeschossseite, ist der Garten von meiner Schwester. Das ist noch Kunstrasen und so. Und da ist noch nicht viel drin, aber hier ist auch noch ein Garten. Der ist nicht so schattig wie der andere, weil hier ist nur eine kleine Mauer. Und da drüben ist noch, ja, einfach eine große Fläche. Was wir hier genau machen, wissen wir noch nicht. Ob wir hier irgendwann vielleicht einen Pool hinsetzen oder vielleicht auch einen Gemüsegarten oder whatever. Das wissen wir noch nicht, aber das wollte ich euch noch kurz zeigen. Ist das echter Rasen? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, worauf alle gewartet haben. Kunstrasen, I'm sorry. Habe ich nicht aufgepasst. Können Sie das vielleicht schon denken? Wir haben tatsächlich eine Dachterrasse oben auf der Etage Nummer 3. Spaß. Denn das, was alle dachten, dass wir eine Dachterrasse hätten, ist nicht richtig. Was ist es denn jetzt, Mann? Also, wo ich mir nicht sicher war, ob ich euch das zeigen soll, aber jetzt erzählt ihr alles. Jetzt kommt der Real Talk, Leute. Ist es einfach noch eine Wohnung? Da habt ihr das ganze Haus endlich gesehen. Weil eine, das ist wahrscheinlich ein Penthouse. Ein Teil vom Haus fehlt euch noch. Ein Teil vom Haus fehlt euch noch. Und das war die dritte Etage. Haupteingang. Wohnungstür. Wir haben hier oben einfach... Und jetzt ist mir schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Wir haben hier oben einfach nochmal eine komplette Wohnung. Warum ist dir das peinlich? Und die hat hier eine offene Küche. Oh Gott, diese blaue Arbeitsplatte.
Hier ist noch ein Hauswirtschaftsraum, da kann man wahrscheinlich den Trockner reintun. Ihr kennt. Warum wohnt er da nicht? Hier ist ein großes offenes Wohnzimmer. Warum wohnt er da nicht? Küche, Eingangstür, WC 1 mit Badewanne, Arbeitszimmer 1. Und du willst nicht im Dach wohnen, so unbedingt. Bruder, ich habe die Klimaanlage gespürt, ich habe die förmlich gerochen, als ich reingegangen bin. Wenn die Wohnung offen bleiben soll, hol dir jemanden einen Schlagbohrer, mach einen Boden auf und mach eine Wendeltreppe rein, damit du von deiner Wohnung hier rein kannst. Und das ist der Punkt, der mir ein bisschen unangenehm war, ein bisschen peinlich schon fast. Moment. Dass wir hier einfach noch eine Wohnung haben. Und Alter Schwede. Jetzt denkt ihr euch, warum habt ihr da noch eine Wohnung? Seid ihr geistkrank? Ja, ich glaube. Alter Schwede. Ich glaube, da kann ich gar nicht Nein sagen. Denn wir haben diese Wohnung nur gekauft, um das komplette Haus eben zu haben. Und für die anderen Wohnungen hatte ich noch eine gute Ausrede. Alter Schwede. Alter Schwede. Unge, Mann. Unge. Bist du denn des Wahnsinns? Er holt sich eine Unge auf. Er hat sich die Wohnung geholt, damit er das ganze Haus besitzt. Eieiei. Da habe ich dann auch sagen können, ja, die eine Wohnung, da wohnt meine Mama. Oh, wie geil diese Terrasse ist, ne? Eine Wohnung, da wohnen wir. Auf der einen wohnt meine Schwester und so. Aber für diese Wohnung habe ich gar keine Ahnung. Oh, die ist auch so schön quadratisch. Da kannst du auch mal einen Grill hinpacken an die Ecke. Kannst du noch so einen Esstisch hinmachen. Oh, schön. Das wäre jetzt ein bisschen unangenehm gewesen, weil das ist schon dieser andere Flex. Ich wusste nicht, ob ich euch das zeigen soll, aber ich zeige euch das jetzt und ich erkläre euch jetzt kurz, warum. Ja. Ich erkläre euch jetzt kurz, warum. Also. Reiche Leute machen reiche Leute Sachen. Wir hatten halt erst nur vor, in diesem ganzen Haus 3 Wohnungen zu kaufen. Die Leute, die das allererste Video gesehen haben, wissen es. Wir hatten nur vor, 3 Wohnungen zu kaufen. Und dann haben wir noch eine 4. gekauft in dem Haus. Und dann haben so Bewohner von diesem Haus, die hier schon gewohnt haben, ein schwedisches Pärchen, haben diese Wohnung, die die hatten, die aktuelle Gästewohnung von uns, verkauft an uns. Dann hatten wir 5 Wohnungen in diesem Haus. Dann dachten wir, ey, jetzt können wir auch die andere noch kaufen. Aber es gibt keine Ausrede dafür. Und ich fühle mich irgendwie ein bisschen zu bonzig jetzt, Leute. Sag doch einfach, wir wollten die kaufen, damit uns hier keiner auf den Sack geht. Ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, weil wir wissen bis jetzt noch nicht, was wir mit der Wohnung da oben machen. Die Idee ist vielleicht da oben, sowas wie ein Fitnessstudio reinzubauen, so ein privates für unser Haus. Ja, auf jeden Fall ist mir das ein bisschen unangenehm. Übrigens, geilster Stuhl ever, Back Force One, Kuss. Ja. Das ist halt ein bisschen weird, aber ich wollte jetzt auch kein Geheimnis draus machen oder so. Ich wollte es einfach jetzt erzählen, aber ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm und ich sage euch warum. Weil es halt einfach gar keinen sinnvollen Grund gibt, diese Wohnung zu kaufen, außer halt als Investment. Also als Investment ist es schon sinnvoll, das ganze Haus zu haben. Wir haben auch mit dem Besitzer haben wir eben auch einen sehr, sehr guten Deal rausgehandelt, weil wir keine Maklerkortage hatten, weil wir das alles quasi ihm privat abgekauft haben. Dadurch haben wir extrem viel Geld bei den einzelnen Wohnungen gespart und meiner Meinung nach ist es Langzeit ein sehr gutes Investment. Ich kann euch kurz ein Beispiel sagen. Wir haben uns ein Grundstück gekauft vor ein bisschen mehr als einem Jahr außerhalb von der Stadt. Und das Grundstück haben wir für 300.000 Euro gekauft und uns hat letztens ein Käufer, ein Interessent, hat uns 800.000 Euro für das Grundstück geboten. Alter, ein Jahr. Ein Jahr. 800.000. Wir haben gesagt, nee, unter 1 Million verkaufen wir es nicht, weil es unser Traumgrundstück ist, aber wollen wir irgendwann halt unser Haus bauen. Also das ist halt das Kranke, wir wollen halt irgendwann nochmal ein Haus bauen. Und die Sache ist, seht es halt so, für uns, oder vor allem in meiner Sicht sehe ich das so, diese Wohnungen hier sind ein Investment. Und zwar in die Zukunft für meine komplette Familie. Diese Wohnungen sind, um meine Familie finanziell abzusichern, unabhängig zu machen, dass meine Mutter nie mehr Sorgen in ihrem Leben hat, meine Freundin, meine Geschwister und halt eben auch ich. Und selbst wenn mir irgendwann mal was passieren würde als Beispiel, dann wäre meine Familie und alle anderen Angehörigen wären abgesichert durch die Immobilien, weil ich die mit eingetragen habe. Good guy, Unge, Alter.
Good guy, Junge. Weißt du, wenn ich jetzt nicht mehr da sein sollte, dann macht halt kein anderer meinen YouTube-Channel weiter und dann, so weißt du, das funktioniert halt nicht, ne? Good guy, Junge. Aber auch wenn ich, sagen wir mal, irgendwann einfach nicht mehr weitermachen würde mit irgendwas, hätte ich halt immer jetzt schon mehr als genug Mieteinnahmen, um davon leben zu können. Aber keine Sorge, Leute, ich werde nicht in naher Zukunft aufhören mit YouTube. Mir macht sehr viel Spaß mit euch, ich habe sehr viel Spaß dabei. Aber ja, das ist halt einfach, das ist eine andere Dimension, das ist halt der Punkt. Das ist auch ein bisschen die Sorge gewesen, warum ich jetzt so lange gewartet habe damit, weil es halt echt ein bisschen dekadent ist. Ich finde nicht, dass er ein dekadentes Leben führt. Oder wie es heißt, einfach eine Wohnung zu kaufen, damit niemand anders oben drüber einzieht. Also Nee. Damit halt keine fremde Person in diese Wohnung einzieht. Und wir brauchen sie halt eigentlich nicht wirklich. Ne? Wir haben schon überlegt, die an irgendeinen Kollegen zu vermieten oder sowas. Das ist ja auch eine Option. Ne? Also wenn irgendein, was ich, YouTube-Kollege oder sowas, hier zur Miete wohnen möchte oder so. Das ist ja auch alles eine Option so. Und das ist halt so, wir haben die komplette Flexibilität, wir haben die komplette Kontrolle über das ganze Haus. Uns gehört die komplette Tiefgarage, niemand parkt hier, niemand benutzt den Müllraum mit. Also wir haben so ein kleines Müllhäuschen. Niemand ist in unserem Treppenhaus, niemand benutzt den Aufzug. Das ist komplett nur unsere Familie. Und das ist halt der Grund, warum ich die Wohnung gekauft habe. Was wir mit der Wohnung machen, weiß ich nicht. Ihr könnt ja gerne mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, ob wir da wirklich sowas wie ein kleines Gym reinbauen sollen, weil das große Wohnzimmer hat ja viel Platz. Ne? Also kann man ja echt ein paar Geräte zum Beispiel reinbauen. Oder ob wir vielleicht oben, also ob ich irgendwann vielleicht dieses Gaming-Zimmer, was ich hier habe, ich habe ja so hier so ein kleines gemütliches Gaming-Zimmer. Ich würde das Gaming-Zimmer in eine Gaming-Wohnung verlegen und das dann ganz steuerlich geltend machen. Ich dieses Gaming-Zimmer hier irgendwann umstelle, also dass ich quasi oben so eine Man-Cave reinmache und oben dann halt so Setup, Wohnzimmer, bla, und das ist halt alles, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Leute. Wenn das da so geht, I don't know. Ich würde ein Gewerbe anmelden und dann sagen, das ist dann Gewerbe und das dann darüber alles wegfinanzieren. Ich weiß natürlich nicht, ob das vergeht oder ob man da eine Firmenadresse reinmachen kann, aber das wäre dann nochmal krasser. Steuern auf Madeira, die bezahlen da genauso viel Steuern wie eigentlich, also nicht viel weniger als in Good Old Germany. Das ist eine Missinterpretation. Man könnte allerdings deutlich mehr Steuern sparen, aber ganz am Ende ist der Steuersparaspekt schon deutlich debunked. Aber es war für unsere Situation einfach sinnvoll. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich möchte euch in Zukunft auch mehr mitnehmen zu solchen Wohnungsbesichtigungen, Grundstücksbesichtigungen, weil das ist einfach eines der Dinge, womit ich nebenbei einiges an Geld verdiene. Ich habe hier schon einige Immobilien gekauft und auch wieder verkauft. Und am Dienstag habe ich zum Beispiel eine Besichtigung für ein Waldgrundstück. Da gucke ich mir ein 37.000 Quadratmeter Waldgrundstück hier an. Und ich nehme euch auch da mit am Dienstag. Ich möchte sowieso noch eine Sache sagen. Ich werde jetzt in Zukunft viel... Wer kauft die Insel echt, Alter? Wer kauft das echt da? ...viel mehr wieder unterwegs sein. Meine Zuhause-Chill-Phase ist jetzt wieder so ein bisschen over. Und auf diesem Kanal wird es einmal in der Woche, also das ist der Plan, soll es einmal in der Woche, wenn es mal ausfällt, okay, ne? Aber auf diesem Kanal soll es ungefähr einmal die Woche einen Vlog geben. Und wie gesagt, am Dienstag bin ich bei dieser Waldbesichtigung. Hat er gerade gesagt, dass der ein Waldgrundstück in 37 Quadratkilometer kauft? Ein Waldgrundstück kaufen. Ich habe damit ein paar Pläne. Und ja, da werde ich euch auch mitnehmen. Und ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Die meisten Leute dachten, da oben wäre eine Dachterrasse. Aber dass da wirklich noch eine komplette Wohnung ist. Da, als ich die Kommentare gelesen habe, dachte ich, oh, ja, ich weiß nicht. Was werden die Leute denken? Ist schon ein bisschen weird, ne? So, keine Ahnung, aber ja, was soll ich sagen, Leute? Ich habe mich im ganzen Video nicht einmal gezeigt. Peace. Damit beende ich das auch. Da hätte das Video schon zu Ende sein sollen. Ja, Unge spielt da drüben Monopoly, Alter. Und um auf das Argument mal zurückzukommen wegen dekadent und so. Oder abgehoben oder was auch immer. Oder reich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht den Eindruck.